Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Erweiterungsfeatures und dann Drachenrennen. Und diesmal wollen wir uns die umgekehrten Herausforderungsrennen angucken. Das sind insgesamt 6 Stück und die wollen wir natürlich wieder im goldenen Modus machen. Für die anderen habe ich jetzt auch schon Videos aufgenommen. Also wenn ihr da Probleme habt, könnt ihr gerne reinschalten. Und ich würde sagen, wir starten direkt los beim ersten Rennen. Da sind wir hier oben auf den Koordinaten 59, 29. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir durch. So wie das aussieht, können wir das Mount hier von der Collector's Edition nicht benutzen. Ne? Also wir wurden umgemountet. Ich dachte mir, ich probiere es jetzt mal aus, weil das hat ja nochmal eine andere Fähigkeit. Scheint aber leider nicht zu gehen. So, wir machen jetzt hier ein bisschen Delfin-Flug, hätte ich gesagt. Beim Herausforderungsmodus ist es ja so, dass wir nicht die Möglichkeit haben, quasi hier so Ops aufzusammeln. Wir müssen mit unserem eigenen Elan haushalten. Dementsprechend mache ich das jetzt alles ein bisschen passiv. Oh, da bin ich jetzt riesen Umweg geflogen. Das war nix. Schauen wir mal, vielleicht schaffen wir es trotzdem noch, wenn wir den Rest gut rausfliegen. Ich schaue immer, dass ich so ein bisschen den Delfin-Modus fliege. Da können wir nämlich ein bisschen topspeeden. Hier würde ich jetzt vielleicht keinen Delfinflug benutzen, ne? Weil man da ja sonst irgendwo an der Decke hängen bleibt. Hier machen wir es lieber auch nicht. Ja, da können wir es, denke ich, mal wieder. Da habe ich schon gar nicht mal so viel Elan. Das Bodenkratzen müsste aber tatsächlich trotzdem funktionieren, ne? Es gibt ja eine Fähigkeit, dass man von diesem Bodenkratz extra Speed auch noch profitiert, selbst wenn man schon den Speed am Start hat, ne? Also diese blauen Flügel. Die müsste wahrscheinlich auch in den Drachenrennen aktiv sein. Das ist eine der neuen Fähigkeiten, die man skillen kann. Oh, weil ich habe am Ende zu wenig Elan, tatsächlich. Das wird wahrscheinlich nicht lang, oder? Jetzt schauen wir mal. Also Bronze und Silber ist drin. Oh, das hat sogar locker gelangt. Ja gut, also das Rennen scheint hier umgekehrt auch nicht sonderlich schwer zu sein. Gut, dann sind wir damit auch durch. Dann würde ich sagen, schauen wir weiter zum nächsten. So, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier oben auf den Koordinaten 37, 44. Und wir fliegen jetzt das umgekehrte Herausforderungsrennen. Muss ich sagen, legen wir los. So, nächster Try. Einmal nach oben. Dann nach vorne. Und dann rein Delfinen. Und hier auch nochmal. Und hier fliege ich jetzt erstmal nach unten. Jetzt sparen wir ein bisschen Elan. Und nach oben. Und nochmal. Hier nach unten und nochmal nach oben. Ja, ich glaube, das war so besser. Jetzt habe ich relativ viel Elan zwar schon rausgehauen, aber jetzt können wir hier vielleicht nochmal rein delfinen. Hier auch. Da nochmal. Hier nochmal. Müssen wir bloß gucken, dass wir nicht so viel Elan raushauen. Okay, hier nochmal. Oh, das war aber sau knapp. Schauen wir, dass wir mit dem Bodenkratzer noch das ein oder andere Elan-Fünkchen mitnehmen. Jetzt muss ich hier nach oben. Na, ich bin auf der Strecke gerade ein bisschen zu langsam geworden. Aber es hat gereicht für Gold. Puh, das waren jetzt ein paar Tries. Aber so hat es funktioniert, ja. Mit einigen Delfinflügen. Gut, dann weiter zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier auf den Koordinaten 32, 48. Und jetzt fliegen wir den Herausforderungsmodus im umgekehrten Style. Und ich würde sagen, legen wir los. Dudala, Try Nummer 1. Vorwärts-Herausforderung war jetzt eben bei mir schon, naja, etwas speziell. Ich bin das ein oder andere Mal hängen geblieben, aber vielleicht können wir jetzt die Lernkurve mitnehmen in den umgekehrten Modus und es nicht verkacken. Das wäre wünschenswert. Delfinen wir hier ein bisschen. Hier auch nochmal. Hier auch nochmal. Das war schon wieder. Los. So, da bin ich vorher im Baum hängen geblieben. Das machen wir jetzt nicht nochmal.
Hier mache ich jetzt mal einen Vorwärtsspeed. Das ist mir alles ein bisschen zu heikel hier. Auch nochmal einen Vorwärtsspeed rein. Sparen wir mal ein bisschen Elan hier. Machen mal einen Delfinflug. Okay, hier muss ich aufpassen. Da bin ich vorhin auch zweimal hängen geblieben. Nach oben. Habe ich noch relativ gut Speed. Jetzt können wir eigentlich auf Safe gehen. Vorwärtsspeed ein paar Mal reinhauen. Da machen wir jetzt keinen Delfinflug mehr. Das geht bloß in die Hose. Nochmal. Hier können wir nach oben. Und dann nochmal nach vorne. War eigentlich gut, muss ich sagen. 4-5 Sekunden drunter. Sehr schön. Das war nicht schlecht. Gut, dann zum nächsten. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar hier auf den Koordinaten 35, 55. Und jetzt wollen wir die umgekehrten Herausforderungsrennen fliegen. Und dazu sprechen wir einmal mit dem Kollegen. Und legen direkt los. Sudala, Try Nummer 1. Wir fliegen erst einmal nach vorne und dann nochmal reinspeeden. Schauen wir mal, können wir hier vielleicht ein bisschen Delfinflug aktivieren. Und hier auch nochmal. Das hat jetzt irgendwie nicht viel gebracht. Ich sag's euch, wie es ist. Dann machen wir hier nochmal einen Delfinflug an. Und hier auch. Einmal den Schub. Delfinflug. Hier lieber nochmal den Schub, sonst bleibe ich bloß hängen. Delfin rein. Und hier auch nochmal. Nochmal nach oben. Aktivieren wir nochmal den Schub. Jetzt können wir ja ein bisschen runtergleiten, oder? Nochmal Delfin. Oh shit, das ging. Ja, das war da nicht gut. Da ist lieber woanders eingesetzt. Gut, ich habe genug Elan. Jetzt können wir noch ein bisschen durchschuben zum Ende. Ich habe fast zu viel gespart, muss ich sagen. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, wie viel ich am Ende noch brauche. Okay, war aber easy drin. 71,9. 73 haben wir. Okay, sind wir damit auch fertig und können weiter zum nächsten. Gut, dann sind wir beim nächsten Meister und zwar hier unten auf den Koordinaten 62, 88 und hier wollen wir jetzt den herausforderungsumgekehrten Parcours fliegen. So, dann Try Nummer 3. Dann tun wir einmal den Vorwärtsspeed aktivieren und nochmal leiten ein bisschen und dann machen wir hier einen Delfinflug. Und hier auch nochmal. Dann hier nach oben. Dann hier können wir auch nochmal einen Delfinflug machen. Dann geht's hier erstmal nach oben. Und hier auch nochmal nach oben. Da nochmal nach oben. Jetzt hoffen wir, dass es reicht mit Melan. Sieht gut aus. Bauen wir hier ein bisschen was. Und dann geht's hier nochmal mit nach oben. Und nochmal. Und noch ein letztes Mal. Dann können wir nach unten. Ich muss gucken, dass ich keine Fähigkeiten versehentlich drücke. Ne? Eben war ich schon fast durch und habe versehentlich meine Baumrinde gezogen und bin dann dadurch abgemountet, was sehr belastend war. Dann machen wir jetzt einen Schub an. Und nochmal den Schub. So, 2 Elan haben wir, fast 3. Hier delfinen wir wieder ein bisschen. Nochmal den Schub rein. Können wir nochmal einen Delfin fliegen. Mal nach oben. Nochmal einen Schub. Und wieder nach oben. Nochmal nach oben. Und jetzt schauen wir mal. Naja, okay. Knappe 3 Sekunden drunter. Passt. Dann haben wir das auch durch. Wunderbar. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar auch am letzten bei den Koordinaten 69, 52 und hier fliegen wir jetzt einmal das letzte und zwar Herausforderungsrennen umgekehrt und danach müssten wir mit einem durch sein. So, gleich mal First Try, einmal nach oben, dann nach vorne, sparen wir erstmal kurz. Hier noch ein bisschen am Boden für ein bisschen extra Elan.
Kleiner Delfinflug. Eng um die Kurve. Dann nochmal nach oben. Jetzt mal den Vorwärtsspeed an. Delfinflug rein. Hier auch nochmal. Können wir es auch nochmal kurz benutzen. Da müssen wir natürlich jetzt ordentlich nach oben. So, jetzt machen wir hier mal Speed. Ich habe, denke ich mal, genug Elan jetzt erstmal. Hier wieder Delfin. So, dann nach vorne speeden. Bisschen Bodenkratzer mitnehmen. Können wir nochmal nach vorne. Nochmal. Dann geht es hier nach oben. Und nach vorne. Und jetzt schauen wir mal, ob das gereicht hat. Jawohl, 68, 70 sind wir schneller. Und dann kommt auch das Gold Achievement, beziehungsweise gibt es dann auch noch ein Meta. Reicht bei allen Herausforderungsrennen im smaragdgrünen Traum eine Goldwertung. Und ja, das haben wir jetzt sowohl quasi in Vorwärts als auch im Umgekehrt. Und da gibt es dann auch nochmal einen Titel. Smaragd Ass heißt es. Und ja, jetzt sind wir wieder durch mit allen Drachenrennen. Falls euch auch noch die anderen Schwierigkeitsgrade fehlen, da habe ich auch schon Videos zu gemacht, könnt ihr gerne reinschalten. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.